Yeah! Wie kann ich 16. Passagen üben? Yeah! Herzlich willkommen hier bei den Saxophon Praxistipps. Das ist so eine typische Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme hier von meinen Saxmaster-Schülern. Saxmaster ist meine Online-Saxophon-Schule. 16. Passagen, da haben manche Leute richtigen Respekt vor, ja? Und ja, ist ja auch nicht so einfach. Aber genau das Thema will ich hier in dem Video behandeln. Also solltest du das Problem haben, bleib dran. Yeah! Bei 16. Passagen gibt es zwei Dinge, die wir einfach mal rausfinden müssen. Wo liegt das Problem? Erstens, ist es vielleicht rhythmisch schwierig zu lesen? Ja? Ja, das könnte ja relativ kompliziert erstmal sein. Ist es rhythmisch schwer zu lesen? Oder zweitens, ist es relativ schnell zu spielen? Ja, und diese beiden Themen, die will ich einfach mal behandeln. Erstens, rhythmisch schwierig zu lesen. Da können wir dann Folgendes machen. Ja, du könntest so eine Passage, wenn du die in Noten siehst, als 16. einfach mal anders notieren. Ja, zum Beispiel jede 16. Note einfach mal notieren als Achtel. Jede Achtelnote notieren als Viertel. Ja, dass du das einfach mal umschreibst. Also so um die Hälfte, ich sag mal, runterbrichst oder so. Und wenn du so eine Passage, die in 16. Noten schwierig zu lesen ist, dann in Achtelnoten siehst, dann ist das eigentlich oft schon sehr, sehr viel leichter zu lesen. Ja, du hast die Passage. Und jetzt liest du die in Achtelnoten, dann ist vom Lesen her schon sehr viel einfacher. Sollte das immer noch zu schwer sein, kannst du es ja nochmal runterbrechen. Ja, machst du aus jeder Achtelnote eine Viertelnote und aus jeder Viertel eine halbe oder so. Und dann ist es nochmal leichter zu lesen. Und dann kannst du dir so eine Passage nehmen und vielleicht mal ganz langsam immer in so einer Schleife spielen. Ja, düba du bab. Ja, spielst es im langsamen Tempo, im ganz langsamen Tempo immer wieder durch, immer wieder durch, immer wieder durch. Und wenn du das kannst im langsamen Tempo, machst du ein klein bisschen schneller. Und wenn du das kannst, wieder ein klein bisschen schneller. Und das kann ein Prozess sein, der gerne über mehrere Tage, vielleicht sogar über mehrere Wochen geht. Ja, bei mir ist es so, ich übe im Moment sehr, sehr gerne ausnotierte Solos von irgendwelchen tollen Super-Saxophonisten. Und die sind dann zum Teil richtig schwer. Ja. Und da kommt es manchmal vor, dass ich so an einem Solo 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 2 Monate übe, bis ich das dann richtig kann. Und dann schreibe ich mir mit Bleistift drüber, in welchem Tempo ich das spielen kann. Und dann steht da wegen mir 120 und dann ist es durchgestrichen nach 2 Tagen. Da steht da 125 und dann ist es durchgestrichen, da steht da 130. Also wie ich mich dann jeden Tag so ein bisschen schneller ranarbeite. Ja? Also dieses langsame Üben und in Schleife üben, das ist ganz wichtig. Döber, döbab, bab, badöden, döbab. Döba, döbab, bab, badöden, döbab. Und wenn du das kannst, bisschen schneller. Döba, döbab, bab, badöden, döbab. Böben, döbab, dab, badöden, döda. Döba, döbab, bab, badöden, döda. Und dann wieder ein bisschen schneller. Döba, döbab, bab, badöden, döda. Döba, döbab, bab, badöden, döda. Ja, jetzt bin ich natürlich in Schritten sehr schnell hochgegangen, aber so kann man immer in kleinen Schritten weitergehen. Und bis du dann so eine Passage kannst, ja, so kannst du es immer ein klein bisschen schneller üben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du erstmal sehr viel Geduld mit dir hast. Ja, du wirst nicht ein schwieriges Stück nehmen oder ein Stück mit 16 Passagen, die du zweimal angucken, dann kannst du spielen. Du musst dir solche Stellen rausnehmen, erstmal dir klar machen, wie das rhythmisch geht. Und das kannst du machen, indem du entweder die Noten umschreibst, schriftlich, oder indem du dir das einfach mal vorstellst. Du hast diese Stelle vor dir und stellst dir vor, wie wäre denn das, wenn das jetzt keine 16, sondern Achtel wäre. Wie würde das aussehen und wie wäre das zu spielen? Und dass du dann so eine Passage ganz langsam spielst, und dann immer ein klein bisschen schneller, klein bisschen schneller, klein bisschen schneller, bis es halt in dem Tempo kannst, in dem du gerne das auch spielen willst. Ja? Das waren so die Tipps zu den 16. Jetzt gibt es noch 2 andere Tipps, nämlich du kannst natürlich hingehen,
diese solche Passagen auch einfach nur mal lesen, ja, also ohne Saxophon einfach nur mal lesen, einfach so durchlesen, auch wenn die Tonhöhe nicht so ganz stimmt, dass du sowas einfach rhythmisch liest. Und das Letzte, das habe ich zum Beispiel sehr viel gemacht, weil ich viel im Zug auch immer sitze. Zu Konzerten oder früher, als ich Musik studiert habe, musste ich jeden Tag mit dem Zug eine Stunde hinfahren, wieder eine Stunde zurück. Und da hatte ich ganz, ganz oft Noten bei mir, ja. Und ich kann sehr schlecht Tonhöhen lesen. Das kann ich nicht. Sänger, die können das, aber ich kann das nicht. Und dann habe ich einfach die Noten vor mir gehabt und habe das einfach rhythmisch gelesen. Da bab, 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 und so weiter, ja. Und natürlich habe ich es leise für mich gelesen, wenn ich so im Zug sitzen würde. Die würden mich natürlich für bekloppt halten und würden mich aus dem Abteil schmeißen. Aber das ist auch so eine Möglichkeit, dass du einfach dir öfter mal Noten nimmst. Und das kannst du in der Mittagspause machen, das kannst du morgens mal machen bei einer Tasse Kaffee, das kannst du abends machen. Irgendwelche Noten, Stücke, die du kennst oder die du nicht kennst, und einfach rhythmisch durchlesen. Und je öfter du das machst, desto sicherer wirst du auch im Lesen von schwierigen Rhythmen oder im Lesen von Sechzehntelpassagen. Das ist dann irgendwann gar kein großes Problem mehr. Yeah! Und dann hoffe ich, dass ich dir damit helfen konnte. Besuch mich mal hier bei den Sax Masters. Das ist meine Online-Saxophon-Schule. Da kannst du einen Monat lang ausprobieren, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht, ob dir meine Erklärungen Spaß machen. Ja? Und den Kurs gibt es für Einsteiger, den Kurs gibt es auch für Fortgeschrittene. Es gibt einen Improvisationskurs. Und dann kannst du einen Monat lang ausprobieren, ob dir das mit mir gefällt. Und wenn es dir gefällt, dann kannst du dich nach einem Monat anmelden. Und dann freue ich mich, wenn du ein Sax Master-Schüler bist. Yeah! Bis dann. Ciao.